So, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, als das letzte Video hochkam. Ja, hatte folgende Gründe. Ich hatte einfach absolut keine Lust, bei kälteren Temperaturen aufs Motorrad zu steigen. Keine Ahnung, ich war einfach komplett unmotiviert, über den Winter mal zu fahren, selbst bei schönerem Wetter. Ja. Ich hätte Zeit gehabt, Motovlogs aufzunehmen, hatte aber absolut keine Motivation. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich verstehe es selber nicht, weil, wenn man jetzt einmal schaut, letztes Jahr zum Beispiel, ich war da so motiviert, ich bin im Winter, sobald ein bisschen schöneres Wetter war, war ich die ganze Zeit auf dem Moped eigentlich. Also dieses Jahr hat es mich aber echt gar nicht angemacht. Bin ich im Lehrgang? Alles klar. So. Und ja, deshalb kommt jetzt heute mal wieder bei dem schönen Wetter, weil ich einfach mal wieder Lust hatte und vor allem, weil ich Fotos machen will von der BMW. Ich habe mal die Kamera mitgenommen hier. Guck, hier, Kamera. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ihr es gesehen habt, in meiner geilen Umhängetasche. Ich wollte eigentlich ein neues Objektiv testen, was ich mir gekauft habe. Aber ich bin gerade komplett einfallslos, was ich fotografieren will. Also, wo ich die BMW hinstellen will, um Fotos zu machen. Absolut keine Idee gerade. Ja, und darum kommt heute tatsächlich mal einfach wieder ein Rhabarber-Gelaber. Und zwar soll es ums Jahre 2020 gehen, was 2020 kommen wird. Und ja, ich werde jetzt hier keine großen Ankündigungen machen. Ich werde jetzt einfach sagen, was zu 100% passiert. Ich bin ein Mensch, der seine Meinung extrem schnell immer wieder ändert. Von dem her will ich jetzt hier gar nicht irgendwie Spekulationen hinlegen, weil das da meistens eh nie so kommt. Ja, also erstens will ich mal anfangen, das erste, was ich dieses Jahr dann machen werde, sobald ich Zeit habe, ist die Duke natürlich zurückzuholen, weil die Duke, die steht noch eine Stunde weg von mir, in der Garage, in Sicherheit von mir, dass ich sie nicht kaputt mache über den Winter. Und das ist das erste, was ich machen werde, sobald mal das Wetter wieder anfängt schöner zu werden. Klar, jetzt dieses Wochenende war perfekt, ich hätte sie auch dieses Wochenende holen können, jedoch regnet es halt unter der Woche wieder. Das ist immer so das gleiche momentan, Wochenende schön, dann unter der Woche regnet es die ganze Woche durch und man kann halt noch nicht viel machen. Von dem her hat es sich bis jetzt nicht wirklich rendiert, sie zu holen, darum habe ich die einfach immer da stehen lassen. Ich werde es aber, sobald das Wetter wirklich schöner wird, werde ich die wiederholen, dann kann man auch mit der mal endlich wieder Videos machen und Fotos. Wurde auch schon gefragt, wann da mal wieder Fotos von der Duke kommen. Auf Instagram. Leute, übrigens, folgt mir auf Instagram, wer das noch nicht gemacht hat. da bin ich ein bisschen aktiver wie auf YouTube zumindest. Das könnt ihr noch machen. Da wäre ich natürlich überglücklich. So, hier könnte man halt auch nirgends ein Foto machen. Das ist halt auch gerade richtig beschissen hier. Ja, mal schauen, ob ich heute ein Foto hinkriege. Sonst habe ich ja noch ein paar auf dem Petto. Ja, genau. Also die Duke werde ich ganz sicher wiederholen. Und was dieses Jahr auch noch ganz sicher kommen wird, ist, dass ich natürlich den offenen Führerschein mache in Mitte des Jahres. Das wäre wahrscheinlich am 22. Juni. Ich weiß nicht, ob es der 22. war, aber auf jeden Fall irgendwann im Juni kommt der offene Führerschein. Und dann kommen wir zu dem Gespräch, was ich ja mal blöd einfach reingeworfen habe in die Runde, was komplett dumm von mir war, ist bei dem Duke 98 Video, was ich gemacht habe, was ich übrigens privat stellen werde, also ihr werdet das gar nicht mehr sehen können. Ich weiß noch nicht, ob es da noch drin ist, wenn ihr dieses Video hier seht oder einfach schon direkt raus ist. Ich habe da, wurde die Duke 98 angekündigt und ich habe da ein Video drüber gemacht und habe in dem Video auch sofort gesagt, sobald ich den offenen Führerschein habe, werde ich mir die Duke 98 oder sonst halt die Duke Gatti Hypermotard 59 holen. Und ich muss sagen, ich war da einfach so begeistert von den ganzen Sachen, die die Duke 98 hatte und so weiter und habe dann irgendwie nur ans Motorradfahren gedacht und es war ein kompletter Stuss. Es tut mir echt leid, dass ich da so einen Scheiß rausgelassen habe, aber ich werde das nicht machen. Ich werde die Duke behalten und werde die dann auch aufmachen, sobald ich die aufmachen darf. Und ich denke, ich werde mit der Duke 97 auf jeden Fall mehr wie genug Spaß haben. Solange das Motorrad läuft, werde ich es behalten. Vielleicht werde ich es schon irgendwann verkaufen, weil so viele Kilometer hat die jetzt noch nicht, dass die jetzt gleich auseinanderfliegt oder so. So, genau. Und genau das gleiche wie die BMW. Die BMW wird auf jeden Fall aufgemacht, die wird auch behalten. Die behalte ich ganz sicher, weil ich will auch wieder anfangen mit Wheelie trainieren. Weil ich habe da nach dem letzten Video, was vom Wheelie üben gekommen ist, habe ich auch nie mehr Wheelies gemacht mit der. Weil wie gesagt, ich war komplett unmotiviert aufs Bike zu steigen.
Und ich will das dieses Jahr einfach mal einigermaßen lernen, dass ich mal wirklich längere Zeit am Kipppunkt bleiben kann. Deshalb werde ich die Maschine ganz sicher behalten. Das ist mein Baby hier. Das macht mir momentan enorm Spaß auf der BMW. Hui! Sie zieht auch echt gut, also man kann nichts sagen. Vor allem, wenn die dann offen ist, hat die fast gefühlt die doppelte Leistung, dann wird die nochmal ein bisschen besser ziehen. Der wird schon nice, wird schon nice. Freue ich mich halt einfach extrem drauf. Ja, und ich muss halt auch keine Prüfung mehr machen für den offenen Führerschein. Das heißt, ich kann mir den einfach direkt abholen. Weil das so geregelt ist in der Schweiz, zumindest momentan noch. Ich glaube, die haben da mittlerweile auch was geändert. Auf dem her, dass ich es noch in dem Jahr gemacht habe, wo ich keine Nachprüfung machen muss, muss ich das auch in Zukunft nicht. Das ist natürlich ganz schön. Genau, dann haben wir das eigentlich mal alles abgehakt. Dann kommen wir noch zu der Duke 97 selber, was das Aussehen betrifft. Da, die habe ich ja goldig folieren lassen von einem professionellen Folierer. Und zwar ist das Ganze so professionell, dass ich so schnell wie möglich wieder wegnehmen werde. Jetzt werden vielleicht ein paar denken, so, was für ein Spasti, jetzt hat er die erst drauf gemacht und will die schon wieder wegnehmen. Keine Ahnung, wie viel das gekostet hat. Ja, es war teuer tatsächlich und es kotzt mich wirklich an, das wegzunehmen. Aber ich persönlich finde, dass der Folierer absolut verkackt hat und ich null zufrieden bin. Jetzt können wir vielleicht meinen, ja, dann könnte man das Bike hier wieder hinstellen und sagen, er soll das wenigstens jetzt einmal richtig machen, weil man ja Garantie und so weiter drauf hat. Könnte man tatsächlich machen. Es kotzt mich aber so an, nochmal mit dem Kontakt aufzunehmen. Es tut mir wirklich leid, aber das... er war einfach so ein hinterlistiger Typ, der... Ne, würde nie mehr Kontakt mit dem aufnehmen, ehrlich gesagt. Klingt blöd, aber es ist jetzt halt einfach so. Oh, genau, dann kommt auf jeden Fall diese Verlierung kommt weg. Und da kommt was Neues. Ich habe da eigentlich schon was im Kopf. Ich kann euch hier sonst gern ein Bild einblenden, wie ich mir das Ganze etwa vorstelle. Ist ein ziemlich schlichtes Design, auch wieder orange halt. Also wieder zurück zum alten Orange, würde ich mal sagen. Ich finde, das Ganze sieht extrem schlicht aus, aber wirklich, ich find's echt schön. Also kann man nichts sagen. Ich finde es wirklich, sieht edel aus und alles. Und damit das Ganze auch ein bisschen professioneller aussieht, sagen wir es so. Und ansonsten werde ich nicht mehr viel an der Duke rumschrauben. Die Griffe werden noch neu kommen. Die liegen ja schon länger bei mir rum, aber habe ich jetzt nicht rangemacht. Die werden ganz sicher noch neu kommen. Und sonst wäre das Bike eigentlich fertig, wenn ich dann dieses Design dran habe und hoffentlich das gut hinkriege irgendwie, dass das nach etwas aussieht. Hey, jetzt windet das hier aber gerade richtig. Ich hoffe, ihr versteht mich irgendwie gerade. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier gerade rumfahre. Ich muss mal langsam aber sicher zurück, sonst wird ja dunkel dann. Ja, und sonst wird es auch bei der bei mir bekannten Unregelmäßigkeit wahrscheinlich bleiben. Naja, tut mir echt leid, aber ich kann euch wirklich keine Versprechen geben, dass ich regelmäßige Videos bringen werde, weil das sollte man auch nicht versprechen, weil man es meistens dann eh nicht einhalten kann. Ja, ich weiß, es ist extrem kacke für meinen YouTube-Kanal an sich selber, weil Unregelmäßigkeit ist halt einfach so schlecht angesehen auf YouTube. Da verliert man einfach seine Zuschauer. Ich werde auch das Gefühl, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich komplett von Null anfangen werde, wenn ich jetzt wieder Videos hochlade. Einmal, weil ich 2 Monate lang nichts gebracht habe. Das ist gefühlt einfach tödlich für einen YouTube-Kanal. Also an alle Leute, die dieses Video tatsächlich schauen, wow, ich bin echt begeistert von euch. Also, dass ihr wirklich doch noch hier auf meinem Kanal seid. Freut mich natürlich extrem. So, ja, ich glaube, es wäre es eigentlich so weit gewesen mit diesem Video. Ich meine, das war jetzt wieder komplett random einfach aufgenommen, aber ich hatte jetzt einfach mal wieder Lust, das aufzunehmen. Und genau dafür ist mein Rhabarber-Gelaber ja eigentlich auch gedacht, einfach irgendeinen Scheiß aufzunehmen und darüber zu reden, worüber ich gerade Lust habe. Dafür finde ich dieses Format einfach super, sagen wir es so. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Jetzt habe ich wieder einen Durchblick. Normalerweise komme ich immer von der Richtung da. Ja, genau, da oben können wir noch ein Foto machen. Das wäre super, wenn ich heute noch irgendwie ein Foto zumindest zustande kriege, ein schönes. Und mit dem Sonnen, boah, das sieht gerade geil aus da hinten. Das werden wir, glaube ich, heute noch probieren. Ja, und sonst wäre es das ja eigentlich wirklich gewesen mit dem Video. Jetzt schaue ich noch ganz kurz, ob da oben ist und dann kann ich das Video beenden. Ich hoffe, der Akku hält noch so lange. Und glaube ich, einen angefangenen Akku verwendet. Ist meistens eher nicht die geilste Idee. Boah, das sieht halt gerade echt heftig aus da hinten.
schnell hier. Oh, ich bin... In welchem Gang bin ich denn? Ah, so. So, die Kamera läuft noch. Ja, ihr seid tatsächlich noch hier. Jetzt schauen wir mal schnell, ob wir hier irgendwas machen können. So, das hier ist übrigens meine Kamera. Und das Objektiv, was ich jetzt relativ neu gekauft habe. Jetzt ziehen wir schnell die Handschuhe aus. Ich habe sonst immer so ein Telezoom-Objektiv gehabt, weil ich es liebe mit 200 mm. Jetzt habe ich, glaube ich, auch ein Foto gemacht. Scheiße. Weil ich tatsächlich liebe, mit 200 mm Fotos zu machen. Das sieht einfach sexy aus. Ja, jetzt müssen wir hier schnell. Nun, die richtigen Einstellungen, sonst sieht das alles. Es ist alles zu überbelichtet. Schauen wir mal, ob man von hier irgendwas brauchen kann. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, aber sonst würde ich mal sagen, würde ich das hier mit diesem traumhaften Ausblick hier beenden. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet doch mal wieder ein und dann will ich mal behaupten, passt wie immer auf euch auf. Haut raus und ciao. We can be